ich hatte ja keinen Marshallplan, um CIO zu werden. Ich habe eben in meinem Leben immer wieder neue Dinge angefangen. Ja, als junges Kind Schlagzeug gespielt, dann in der Biathlon-Nationalmannschaft und habe mich dann ins Studium gestürzt. Diese Perspektivwechsel, immer wieder zu sagen, ich gehe in ein Thema rein, ich möchte es verstehen, ich möchte was vorantreiben, was verändern. Also das ist auch das, was mich eigentlich morgens aufstehen lässt. Als ich 2015 bei Schenker die Rolle des CIOs übernommen habe, habe ich eben festgestellt, dass es doch eine sehr große Baustelle ist. Damals war die Antwort, ja, wir machen doch Digitalisierung, wir haben doch Faxgeräte. Und ja, dann habe ich die Arme hochgekrempelt und losgelegt. Logistik ist ein Low-Margin-Geschäft. Wenn Sie genau hinschauen, dann haben Sie vielleicht 2% im Landverkehr. Wenn Sie das nicht am Optimum fahren können, werden Sie vom Markt verschwinden. Es muss zum Schluss alles digitalisiert werden, was digitalisierbar ist. Wir müssen den Schenker technisch in die Cloud bringen. Wenn Sie wollen, dass eine Firma oder ein Team Ihnen folgt, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass Sie eine klare Vision haben. Und ich glaube, es ist ein Talent von mir, dass ich eben diese Bilder glaubwürdig darstellen kann. Und dazu müssen Sie natürlich echt wirken. Ja? Sie müssen sagen, was Sie denken, und Sie müssen tun, was Sie sagen. Und ja, das ist manchmal anstrengend. Aber wenn Sie dann die ersten Erfolge machen, dann werden die Leute mit Ihnen gehen. Und dann geht es um die Frage, haben Sie die richtigen Spieler auf dem Feld? Ich habe im Führungsteam dann auch tatsächlich 60% der Führungsmannschaft getauscht. Du musst schauen, welche Kompetenz habe ich gar nicht da. Die musst du holen und dann musst du über die Trainings das verbreiten. Digitalisierung braucht eine Vision. Man muss Teams Freiraum geben, damit sie agil arbeiten können. Und dann muss man sie einfach mal machen lassen.